Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg. Mit dem Simon Palisa. Und dem Luca Fontana. Lässig. So schön sind wir wieder da. Haben wir eine schöne Woche gehabt? Ja. Wunderbar. Mittel. Ja, mal doch, kann ich nicht beklagen. Kann sich gesehen haben. Mal. Kann sich gesehen haben. Was haben wir gemacht? Man sieht sich ja nie. Sind wir mal wieder im Büro? Ja. Immer. Ich war die letzten 3 Tage im Büro. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch im Büro gewesen. Crazy. Ich habe als Steuerrad getestet. Ich habe noch einen Staubsauger noch schnell irgendwie noch ein Video gemacht und dann. Ja. Sitzungen vor Ort. Schon wieder Schein-Covid habe ich. Ich habe irgendein Kratzen im Hals und habe das Gefühl, es sei Covid. Aber die letzten 3 Mal war das nicht. Jetzt sagen es viel. Also jetzt auch bei uns links und rechts wirklich Kollegen und so. Wir haben sogar die Tochter getestet, weil wirklich beide Kinder irgendwie. Weißt du, wirklich so zuerst Durchfall, dann schlecht und dann husten und dann hast du gefunden, ach komm, jetzt musst du auch gleich mal und das so Speicheltest, weißt du, irgendwie bei einer 4-Jährigen, das ist auch irgendwie eine Herausforderung. Mm. Aber ja, haben wir nichts gehabt. Einfach sonst krank. Komm, ich sage doch mal kurz ein neues Programm. Ja, unser völlig unvorbereitetes Programm. Ich bin gerade ein bisschen überrascht worden. Wir gehen jetzt voll Freestyle da rein, aber das kommt schon gut, glaube ich. Oder? Das ist etwa der 88. Podcast und seitdem nehmen wir das so. Apropos Freestyle, das stimmt. Da kommt mir gerade eine Frage in den Sinn, eine Umfrage, weil ich habe eine Umfrage vorbereitet für den Digitech Podcast, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir würden einfach gerne euch ein Feedback haben und ich habe dann ein kleines Umfrage gebastelt und ich tue sie in den Shownotes drin und auch im Artikel auf Digitech findet ihr die verlinkt und ich wäre einfach froh, wenn sie so viel wie möglich von euch würde ausfüllen und einfach solche Fragen, wie ihr den Podcast findet, Länge, Aufbau und so und wie attraktiv ihr Host findet von 1 bis 10. Heute habe ich extra meine Haare gemacht. Ja, ich gang bis auf 11. Ja, das stimmt. Ist leider nicht gegangen bei dem Google-Ding. Aber genau, ich hänge das rein wäre lässig, wenn das ein paar von euch machen. Aber genau, unser Programm heute, wir reden über das RUNET, über das russische Internet, wo wir letztens viel gehört haben, das haben wir uns ein bisschen angeschaut. Dann haben wir die Amazon-Übernahme von MGM, hat die EU genehmigt. Das habe ich auch gelesen mit Netflix, das Legal Account Sharing, also das, was alle machen, wird jetzt auch legal. mal schauen, ob das wir machen. Dann Elden Ring hat sich 12 Millionen Mal verkauft, über das können wir sicher reden. Dann The Adam Project, der Netflix-Film, Beyond the Infinite 2 Minutes, das ist mein Filmtipp. Und dann Spielecke haben wir diverses Kurzfutter, wirklich so Chocobo, GP, Shredders, Core Keepers, Distant Worlds. Ein ganz lässiges Programm, aber gut, ich sehe, dass Simon hat auch noch etwas eingetragen, aber ich muss letztes Mal schon machen. Hey, UPS. Ich tue nie mehr etwas mit UPS verschicken im Fall. Was hast du mit denen verschickt? Ja, ich habe doch mein Pixel mal eingeschickt im November. Und weil ich das in Deutschland gekauft habe, habe ich es auch aus Deutschland schicken. Und dann habe ich, kommst du dann die vordruckte Etiketten über, dann habe ich, und die war bei UPS gewesen. Dann habe ich bei UPS angefragt, hey, kann ich es einfach von da schicken und einfach alles gleich ausfüllen? Und die haben gesagt, ja, das ist kein Problem. Gut gemacht. Etwa eine Stunde gehabt, um das Online-Formular auszufüllen, weil das so kompliziert war. Und dann geschickt auf irgendwie Reparaturzentrum in Polen. Dann ewig nicht gehört und so, hin und her. Und dann schlussendlich mit Google wieder Kontakt aufgenommen. Und dann, die haben dann einfach gesagt, wissen auch nicht, was ist, aber haben mir dann einfach ein neues Telefon geschickt. Wirklich brandneues. Und ich so, ja gut, geil für mich, oder? Lässig. Und dann irgendwann schon einen Monat später ist auch mein Alter wieder zurückgekommen. Mm. Einfach irgendwie konnte nicht zugestellt werden oder so. Und ich habe ja zwischendrin mehrfach Kontakt gehabt mit denen, weil die noch mehr Infos wegen Verzollung und so und wollen haben, mit etwa 3 verschiedenen Personen von UPS. Und wirklich E-Mail, müssen Zeug schicken, obwohl ich das alles ja schon eingereicht habe. Ja gut. Und dann vor jetzt etwa ein paar Wochen komme ich... Genau, vor einem Monat ist dann plötzlich eine Rechnung gekommen. Für 150 Stutz muss ich ihnen zahlen, weil sie ein Paket nicht können zustellen können. Wow. Ich habe 40 Stutz gezahlt, um das jetzt hinschicken. 150 Stutz muss ich jetzt zahlen, dass sie das nicht können zustellen können. Und dann habe ich dann angerufen, Telefon nicht besetzt, in Corona-Zeiten. Kannst nur per E-Mail.
dann per E-Mail mal gemailt, dann etwa zwei Wochen später hat eine geschickt, okay, ja, sie tut es weiterleiten. Dann wieder zwei Wochen vergangen, komme ich irgendwie ein, nicht die erste Mahnung, sondern wirklich schon, ich habe auf keine Mahnung reagiert und sie werden da irgendwie das Inkassobüro beauftragen, wenn ich jetzt nicht das zahle. Ohne Frist. Das heißt, es ist nicht einmal dann eine Frist drauf gestanden, wenn ich es zahlen muss. Zwei Tage später bekomme ich dann die erste Mahnung, hey, so ein Sauladen. Und ich habe dann denen nochmal geschrieben, aber du kommst ja, du kannst ja nicht anrufen. Mhm. Und ich meine, ich habe es dann schlussendlich einfach gezahlt, weil ja. Bringt mir, verlierst du ja eh, oder? Aber ich finde es eine absolute Frechheit. Ich habe auch seither nie was gehört von denen. Ich finde das, ich habe auf mehrere Dinge gemailt und so und du hast ja keine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Ich finde das so ein lausiger Kundenservice. Wirklich. Ja, dann ist aber auch klar, dass du die nicht mehr brauchst, oder? Nein, ich meine, ich hätte es auch vorher nicht gebraucht. Das ist auch wirklich, ich habe einfach gefunden, ich nehme die gleichen. Das ist aber schon, ist schon sensationelle Geschichte, muss ich sagen. Vor allem, du hast einfach keine Chance, zum reklamieren, weil einfach, ja, im Telefon nehmen wir nicht ab und die E-Mail wird nicht beantwortet und dann bist du auch, und das Büro. Ja. Also alles andere läuft wahrscheinlich automatisiert ab, oder? Ich habe eben letztens noch etwas mit UPS. UPS ist es, oder? UPS, ja. UPS, ja. Müssen verschicken und das ist auch höchst eigenartig. Du kannst dann, ich kann ein Päckchen auf Deutschland schicken, auch mit so einem deutschen Versandschein. Und dann kannst du einen Termin abmachen, wo es einer kommt, go abholen. Aber das geht nicht, weil ich keinen Schweizer Versandschein habe. Ja. Dann kannst du es nur in Deutschland abholen lassen. Ich fand, okay, gut. Dann gehe ich an so einen UPS Pickup Point, die gibt es überall, so teilweise Kiosk und so. Auf Google Maps musst du mal schauen, haben alle so 1,5 Sterne Bewertung, weil alles so wack ist. Die sind so schlecht organisiert, oder? Und dann überall so, ja, es ist da gar kein Pickup Point oder sie haben gar nicht gewusst, was machen und so. Ja, das ist wirklich, das ist ein komisches, das ist ein Drecksfilm. Und das ist der UPS-Typ, der bei uns kommt, der ist super freundlich und so und der ist mir voll sympathisch. Der kann ja auch nicht dafür. Nein, aber natürlich nicht, aber einfach. Das ist wirklich gemein, ja. Ja, voll. Ich habe noch Feedback bekommen von einem Hörer und zwar hat mir der Dominik geschrieben und das zu Recht, er hat mir geschrieben, dass im Gran Turismo gewisse Lizenzprüfungen jetzt schwerer geworden sind, weil irgendwie die Reifen, weil es irgendwie einen Bug hat, wo die falschen Reifen aufzieht. Danke für die Nachricht. Ich habe gern, ich habe zum Glück all die schon gemacht, weil ich das Gran Turismo ein bisschen früher bekommen habe. Aber all die verzweifeln und sich vor allem an der, ich glaube, es ist Lizenz National A8 10 ausbeissen, die das jetzt hören und finden, bin ich wirklich so schlecht? Er sind es nicht. Es ist wirklich der falsche Reifen drauf. Mittlerweile habe ich auch schon gesehen, der Jimmy Broadband ist ein grosser YouTuber, der hat probiert, trotzdem Gold zu holen. Aber er hat es nicht geschafft. Aber der ist wirklich... Den kannst du nicht wechseln, oder was denn? Nein, in der Lizenz kannst du eben den Reifen nicht wechseln. Dort hast du ein fixes Auto. Das ist ja geil. Ja. Aber danke, Dominik, für die Message. Geht gut. Es wird aber offenbar, also Polyphony weiss es und sie sind nächste Patch, irgendwie nächste Woche kommt eine Lösung. Ja gut, also dann würde ich sagen, ich habe keinen Titel ohne Dings, ohne Titel, ist egal. unser Hauptthema, ja ich habe gedacht, irgendeine Szene ohne Titel, aber das, irgendwie offenbar habe ich das gar nicht vorbereitet, ist gleich. Wir reden über das Runet und hat man jetzt mit dem ganzen Einfall in die Ukraine ist das vermehrt aufgekommen. Aber auch schon vor ein paar Jahren hat man es zum ersten Mal gehört. Also, beziehungsweise, ich glaube, die ersten Sachen sind schon 2014 oder so gekommen. Aber das Runet, das ist eigentlich wie so das russische eigene Internet, wo sie planen oder wie auch immer. Und der Luca und ich haben das sich eingelesen, aber der Luca hat den längeren Text vorbereitet, darum gebe ich dir das Wort. Wie das also bei uns ist, bei Digitec, ich schreibe immer die langen Texte, die man gekürzt wird. Ja gut, eben, ich hoffe, ihr habt euch 15-20 Minuten schön reserviert für das. Ja, es ist wirklich spannend. Also ich finde es ein Straub. Also absolut Straub. Ich glaube, es lohnt sich. Also das ist heute wirklich ein so unser Schwerpunktthema. Die News war ja tatsächlich, dass es übersetzt Schreiben aus Moskau der Welt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Das Schreiben, wo gesagt hat, dass per 11. März, also per vergangenen 11. März, sämtliche russische Webseiten von der Regierung folgendes eben zu machen haben, nämlich auf russische Server umziehen,
Anforderungen für Passwörter deutlich erhöhen, nur noch DNS-Server auf russischem Territorium ansteuern, nur noch RU-Domains benutzen, also www.whatever.ru, und dass sämtliche Website-Elemente entfernen von ihren Webseiten, die aus ausländischen Firmen stammen. Und das ist für viele eben genau der Hinweis darauf, dass Russland Runet bald vom Rest der Welt möchte abkoppeln. Jetzt, wie du schon gesagt hast, was ist Runet? Runet ist im Wesentlichen, kann man so beschreiben, als ein russisches Intranet, sprich, es ist von außen abgeschnitten. Beziehungsweise, also wenn sie das wollen, dann kann niemand von außen auf das Runet zugreifen. Es ist aber auch von innen aus abgeriegelt. Also wer im Runet drin ist, der kann auch nicht nachher außerhalb vom Runet ist, im Web surfen. Also eigentlich ein bisschen so, wie man es aus Nordkorea kennt oder mit ihrem Kwangmyong. Eben, eigentlich ist es ja einfach auch ein Überbegriff. Mhm. Also man könnte ja auch Swissnet so nennen, richtig, nur dass unseres einfach offen ist, oder? Genau, genau. Und, genau. Ja, also nicht überall, gell? Also wir haben ja auch irgendwie, du kannst so Online-Casinos hat man ja irgendwie gesperrt und so. Das ist ja... Ja, das stimmt, das stimmt. Also, aber jedes wir auf sind Art, auch immer... Das ist ja so ein Präzedenzfall, der eigentlich sehr, sehr scheiße ist, aber genau, man hat das ja durchgewunken, ja, dann. Genau, nur zum das, weil ich habe das am Anfang mich auch gefragt, irgendwie, weißt, ist das irgendein spezielles Internet, aber es ist wirklich einfach, das ganze Internet auf der Welt ist ja eh vernetzt, mhm, aber ich glaube, gut trainieren kann man schon, wenn man es wirklich genau wie du sagst, Nordkorea, was ist noch, Iran und China, oder? Die haben eigentlich sozusagen, ja, auch, also die sind auch sehr eigene sehr Internet stark gemacht, weil sie es einschränkt, oder? Mhm. Und jetzt... Genau. Das ist jetzt ein erster Schritt, was sie jetzt da wirklich konkret gemacht haben. Genau, genau. Also eigentlich, seit, wie du schon gesagt hast, seit 2014 ist man da schon eigentlich dran. Da hat der Nationale Sicherheitsrat von Russland eigentlich beschlossen, dass man so etwas will. Und 2019 hat dann auch der Wladimir Putin, der russische Präsident, das Gesetz, ja, was haben wir dem unterschrieben, zur schrittweisen Einführung von dem Internet ohne Verbindung zu der Außenwelt. Also das ist quasi wie so, ist damals auch schon 2019 in der Recherche, ist das auch schon so getitelt worden, die Rückkehr vom Isernen Vorhang in digitaler Form. Genau, das ist logisch, Russland ist auch schon seit Jahren eigentlich dran, eine Linie, treue Alternative zu westlichen Services zu finden, wo man es, ja, wie Google zum Beispiel, also beziehungsweise eben, sie haben dann Unix zum Beispiel, das ist der russische Ersatz für Google, oder ja, Telegram kennt man hierzulande auch sehr gut, ihre russische Alternative zu WhatsApp oder Signal oder was auch immer du benutzt. Die Frage ist, warum würde Russland so etwas wählen? Warum will Russland Runet oder warum würden sie das wählen? Klar, also ich glaube, das erste, was einem da einfällt, ist natürlich Kontrolle und Zensur. Aktuell, aus aktuellem Anlass natürlich, was den Ukraine-Krieg betrifft, oder? Da muss man kontrollieren, was die russische Bevölkerung über den Krieg erfährt und wie. Weil noch ist Russland Teil von der internationalen Netzgemeinschaft und hat darum natürlich nicht alle Fäden in der Hand, was man da so erfährt und was nicht. Aber es ist natürlich auch sonst, wenn jetzt auch kein Krieg wäre, von Vorteil, wenn man kann, die eigene Propaganda so verbreiten, wie man sie will. Das haben wir auch letzte Woche im Podcast schon angesprochen zum Thema Cyberkrieg. Propaganda, also jetzt nicht nur auf Russland bezogen, auf jedes Land bezogen auf dieser Welt. Die Propaganda ist ein wichtiges Instrument im Cyberkrieg. Egal, um welche Partei es da geht. Und ja, genau, da haben wir jetzt auch schon darüber geredet, dass Iran, Nordkorea, China ähnliche Formen von der Datenkontrolle haben. Phil, du hast etwas vom Putins Drei-Punkte-Plan notiert, habe ich gesehen. Ja, genau, das ist einfach zum das umsetzen, oder? Weil das ja nicht gar nicht so einfach ist, weil du kannst halt nicht einfach dein Internet abschotten. Also auch das, was sie jetzt gefordert haben, ist ja extrem schwierig, weil viele Seiten verwenden halt Code, also weißt, wo Open-Source-Code oder von Drittherstellern, und die sind ja logisch nicht alle in Russland, und die brauchen dann wiederum irgendwelche Tool oder Schnittstellen, wo dann halt nicht alle auf irgendwie russischer Seite sind. Das heisst, man kann gar nicht so einfach sagen, hey, wir machen jetzt den Laden dicht. Dann funktioniert einfach, diverse Sachen können dann plötzlich nicht funktionieren. Gut, jetzt bin ich vielleicht schon eins weitergegangen. Ja, der Drei-Punkte-Plan ist, hat man so zusammengefasst, was der Putin will. Eben ein autonomes Russlandnetz, oder? Mhm. Also, weil das Internet weltweit wird halt von dem ICANN, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ICANN. Ja, das ist. Und das ist, also die weltweiten Domänen verwalten, und die sind halt sehr westlich, also die sind schon, die gehören eigentlich keinem Land an, aber sie werden halt schon sehr von den USA und auch von Europa beeinflusst. Und Russland möchte die Domänen halt selber verwalten, die ganzen DNS-Adressen, eben die RU-Adressen.
Und DNS ist ja das, wo die IP-Adresse in einen, wo die Domain-Name, also der Webseitenname digitec.ch, in eine IP-Adresse, in eine Zahlenadresse umwandelt. Das möchten sie selber machen. Mit Grund, oder das vermutet man, weil sie Angst haben, dass eben der Westen könnte sie vom Netz nehmen. Mhm. Und das haben die auch, ich glaube, Ukraine hat das gefordert. Ja. Und jetzt ist eigentlich, und dann hat man aber gesagt, nein, das möchten wir nicht, das ist ein drastischer Schritt. Und jetzt nein, das wird, also ich meine, das ist ja die Eye-Can, das ist ja die grundlegende Überlegung, das geht entgegen den jeglichen Erstrebungen von dem. Also wenn die Ukraine das fordert, ist das genauso falsch wie Russland, das sich abschottet und ein eigenes Netz macht. Oder? Mhm. Also weißt du, in Sachen... Das ist die fucking Idee hinter dem Internet, dass jeder und alle, egal, das haben wir in im Podcast zur Netzneutralität ja schon geredet, oder? Ja. Zensur im Internet widerstrebt dem grundlegenden Konstrukt Internet so. Und darum, ja. Einfach um da nochmal schnell ja. Two Cents dazugeben. Ja. Aber das geht ja nicht. Und dann bist du genau gleich wie das Runet, wenn du sagst, oh, wir tun Russland vom Netz abkoppeln. Es ist, dann bist du genau gleich ein Übeltäter, so blöd gesagt. Ja, genau das, vor allem jetzt, habe ich das Gefühl, würdest du dem gar nicht helfen, weil jetzt zukommen die wenigsten. Nein, wir wollen dann die Leute, ich meine, das Einzige, genau. Das ist ja das Positive, dann können die Leute von außen noch Infos ja, holen, genau. Jetzt schrottest du genau. Sie ab und nachher bist du eigentlich, dann kannst du dort eigentlich, ja, das ist, dann ist dort alles durch und durch offen genau. Für Desinformation und genau. Um irgendwelche Lügen und so zu verbreiten. Genau das, was der Putin genau. Ja wahrscheinlich würde am liebsten ja, machen. Ja, also dann du spielst dem Putin eigentlich dann den Ball ja. Zu, wenn du sagst, oh ja, die nehmen wir jetzt vom Netz, so, weißt? Ja, eben, und darum ist eigentlich das, was er da vorgeht oder wo man vorgeht, wo man sich schützen will, das ist eigentlich das, was sie jetzt selber machen. Mhm. Und eben, wenn sie das machen, das autonome Netz, dann wird dann wirklich auch, wie es halt dann so ist, auch in China und so, dann wird dann einfach Seiten, wenn du auf YouTube gehst, dann wirst du halt auf Yandex umgeleitet. Das ist ihr eigenes ja. YouTube. Und der zweite Punkt ist dann eben Zensur, ja, wo dann halt wirklich einfach genau gewisse Seiten einfach blockiert oder zensiert. Und das Dritte, finde ich am wichtigsten, aber eben auch vom Schwierigsten offenbar, ist die eigene Infrastruktur. Weil wenn du dich abschottest, dann musst du auch die ganzen Server und so stellen. Und sie wollen dann auch, dass die, und ich glaube, das ist das, was sie auch am 11. März jetzt gefordert haben, dass dann halt keine ausländischen Server benutzt mhm. werden. Und die meisten, es ist halt Microsoft und Amazon sind die grössten. Und, Amazon Web Services. Ja, ja genau. Und Lukas, sein Bild ist so gefreezed. Ich bin ich da? Bin ich gefreezed? Ich hoffe, ich habe ja, gerade genau. einen guten Ausdruck. Es ist immer ein Sack, das ist lustig. Ich weiß nicht, was es ist. Nein, und genau, und das ist natürlich die Herausforderung, weil die haben gar nicht, die Infrastruktur sei gerne noch gar nicht vorhanden, mhm. oder? Und das heisst, wenn sie das alles machen, dann müssten sie die wiederum im Westen einkaufen, oder? Ja, ja, oder in China. Ja, genau. Und dort sieht es momentan nicht so aus, als würden die ihnen das wollen zur Verfügung stellen, oder? Mhm. Ja, jedenfalls viele Hürden. Und genau, aber er würde natürlich helfen, die eigene Internetindustrie anzukurbeln, oder? Ja. Und das ist auch der Plan. Genau, also im Sommer 2021 habe ich gelesen, hat es ja angeblich tatsächlich schon erfolgreiche Tests gegeben. Da hat man Runet tatsächlich für eine kurze Zeit vom Netz genommen. Und das natürlich im Namen von der Sicherheit, das ist Summe 2021, falls es externe Störungen, Blockaden oder andere Bedrohungen gäbe. Komplette Abschottung von der Weltgemeinschaft haben zwar Experten damals noch für unwahrscheinlich gehalten. Sie haben gesagt, das wäre ein Schuss ins eigene Bein, das wäre wirtschaftlich und politisch totaler Unsinn, sich da so abzuschotten. Das ist halt alles wirklich aus der Perspektive Summe 2021 mittlerweile. Haben wir einen Krieg, wir haben Sanktionen, die Russland schon mehr als isoliert, wir haben Cyberangriffe, die auf Russland natürlich stattfinden, aber auch umgekehrt, das haben wir auch letzte Woche besprochen und das hat jetzt natürlich die ganze Lage oder die ganze Perspektive sicher geändert. Also so unwahrscheinlich scheint das gar nicht mehr, aber die Frage ist trotzdem nach wie vor, will Russland sich wirklich komplett abschotten oder will Russland einfach nur die regierungseigenen Webseiten wenigstens schützen? Oder? Weil, wir haben das auch letzte Woche so mit Anonymous und all die Sympathisanten da für Aussicht von Russland findet da natürlich eine Bedrohung statt, oder? Dass, das, was wir das letzte Mal so als die digitale Atombombe bezeichnet haben, quasi, dass
quasi auch wirklich infrastrukturkritische Einrichtungen angegriffen werden, wie Strom, keine Ahnung was. Das hat zwar noch nicht stattgefunden, aber es besteht natürlich durchaus die Gefahr, dass das stattfindet und Russland möchte auf das vorbereitet sein. Und ja, genau, aber. Aber genau, das andere Interessante, oder der Punkt ist, noch am Anfang hat man ja nicht so recht gewusst, und ich glaube, sie in Russland offenbar auch nicht, wo es geheißen hat, am 11. März müssen die das alles umstellen. Ja. Und jetzt sieht es aber so aus, als sind vor allem so die Ministerien und so gemeint, oder? Also nicht jetzt wirklich... Genau. Eben nur wirklich so ein bisschen so die regierungseigene Website, also nicht einfach das komplette Internet so abschneiden, sondern... Weil, es ist schon so, oder? Wenn du dich komplett abschneidest und eben abriegelst, das haben wir ja schon gehabt, oder? Wenn du dich abriegelst, kommst du auch von innen nicht mehr nach außen. Also du kommst auch keine Informationen mehr von außen. Über. Und das ist, Informationsbeschaffung ist ja immer noch ein wichtiger Bestandteil von der digitalen Kriegsführung. Und da ist halt auch die Frage, wie sehr du dich da tatsächlich willst, abschneiden von der Welt. Es gibt natürlich auch immer noch andere Kanäle zur Spionage und Informationsbeschaffung, aber du tust halt einfach einen Kanal von denen, du tust halt einfach komplett abstellen. Ja. Das ist natürlich auch die Frage, ob sich das lohnt oder nicht. Das haben wir vorher auch schon besprochen, was noch spannend ist. Also für mich wäre noch spannend, ist Runet tatsächlich, wäre das tatsächlich unhackbar, unknackbar? Also wir haben vor ein paar Wochen auch schon gehabt, dass Nordkorea angeblich von Hackerangriff heimgesucht worden ist, obwohl sie sich ja eigentlich abschottet. Aber ich glaube, das ist eine sehr technische Frage. Ja, nein, also ich meine, schlussendlich überall, wo es eine Verbindung gibt, kannst du hacken und es wird eine Verbindung geben. Also weißt du, kannst dich nicht komplett... Nie du 100%. Dann müsstest du es absolut autonomes Netzwerk machen, wo keine physische Verbindung rausgeht. Aber und das ist ja auch nicht im Sinn von Russland. Also weißt, Nordkorea hat ja eine fucking Armada an Hacker, wo die meistens operieren die aus China raus und so, aber die sind wahrscheinlich auch in Nordkorea, haben die noch irgendwo eine Verbindung in die Welt raus. Und sobald es die Verbindung gibt, physisch, rein physisch, bist auf dem Papier hackbar. Immer. Ja. Egal. Oder? Irgendein Schlupfloch wird es vielleicht geben. Ja. Wenn du unhackbar wärst, dann hättest du eigentlich, das wäre der Heilige Gral. Oder das ist so viel, ja. Aber es ist sicher so, dass sie ein bisschen, sie sind sicher weniger angreifbar. Das ist ja logisch, je weniger Verbindungen dass es gibt, umso weniger Clients, dass es in einem Netz hat, umso weniger hackbar bist. Aber und es ist schon so, sie können einfach nicht deine Server einfach abstellen, theoretisch. Oder? Also, weil das ist schon so, wenn die natürlich in den USA stehen oder einfach von Amazon sind, klar, könnte man das theoretisch, ich könnte jetzt die abstellen, aber das ist, also, eben, so Massnahmen haben sie auch noch gar nicht gegriffen und offenbar auch gar nicht geplant. Genau. Vorher haben wir noch die Frage, kann der Westen Russland vom Internet abkoppeln? Da haben wir ja schon gesagt, also theoretisch ja, aber für das müssen eben die ICANN und der Drive mitmachen, was nicht in ihrem Sinne wäre. Die andere Frage, die sich stellt, könnte Russland die Ukraine vom Internet abkoppeln? Was für mich auch schon wieder ein bisschen zeigt, warum das für Russland selber nicht von Vorteil wäre, sich selber vom Internet abzukoppeln, weil sie haben es ja tatsächlich schon probiert, in diesem Krieg Ukraine wenigstens Schaden zuzufügen. Sie haben ja das Satellitennetzwerk Kasat angegriffen, wo eben auch so ein kommerzieller Kommunikationssatellit vom US-amerikanischen Unternehmen Viasat ist. Und damit auch wichtige ukrainische Internetprovider vom Netz trennt, Trioland zum Beispiel. Das war recht am Anfang, in der Anfangsphase des Krieges. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Dort hat ja nachher die Ukraine um Hilfe gebeten. Und der Elon Musk hat ja dann tatsächlich geantwortet und sein Satellitennetzwerk Starlink der Ukraine zur Verfügung gestellt. Und gleichzeitig auch noch LKW-Transport mit den dafür benötigten Satellitenschüsseln in die Ukraine organisiert, weil eben FedEx und UPS, die wir am Anfang schon hatten, nicht mehr ins Land geliefert haben, weil halt da jetzt ein Krieg geht und der hat aber offenbar... Sie liefert nicht mal am Phil. Ja, nicht mal am Phil. Was wollen die denn in die Ukraine? In die Ukraine. Und das hat auch der ukrainische Digitalminister via Twitter so bestätigt, dass das tatsächlich stattgefunden hat, dass sie massivste Hilfe bekommen haben von Elon Musk mit Starlink und Satellitenschüssen, dass sie überhaupt noch Internet haben in der Ukraine. Also sagen wir mal, wenn Russland bemüht ist, die Ukraine vom Internet abzukoppeln, dann hätte das wahrscheinlich mehr Nachteil, sich komplett abzuriegeln als Vorteil. Sonst würden sie es selber, also ja, wenn sie es einem Feind quasi wünschen, warum sie würden sie es sich selber wünschen? Die Frage ist, was passiert jetzt als nächstes? Das ist
glaube ich, völlig offen. Also da kann man wirklich nicht irgendeine Antwort sagen. Gerüchte gibt es natürlich zuhauf. Da sind auch schon Bilder im Internet rumgeschwirrt vom Forschungsschiff, vom russischen Forschungsschiff Jantar, wo sich in Bewegung gesetzt hat und angeblich Werkzeuge an Bord hätte, um für das Internet wichtige Unterseekabel zu manipulieren. Also quasi da so grosse. Aber das sind alles nicht verifizierte Gerüchte. Also das ist wirklich ein bisschen so, ja, da... Naja, das glaube ich. Aber Bemühungen, genau, das Einzige, was man vermutlich mit relativer Sicherheit sagen kann, ist, dass die Bemühungen, um das eigene Netz unabhängiger machen, die werden vermutlich schon weiterlaufen. Also ich glaube, was das Regierungsnähe betrifft, ich glaube, da ist absolut plausibel, dass man das ganze sowieso, Land wird komplett vom Internet abschneiden, halte ich jetzt nicht für allzu plausibel. Aber ich, nein, das habe ich ja viel gelesen, das sage auch gar nicht ihrem Interesse, eben, weil sie sind halt schlussendlich doch immer anders aufgestellt, dass irgendwie, dass du viel mit dem Ausland zu tun hast und viele Seiten, weil eben, dass irgendwie, bei China ist das halt irgendwie so graduell gewachsen, also ja. Die sind ja schon zensiert zu lang gewesen, bevor es das ganze Internet gegeben hat. Und dann hast du dich trainieren, aber jetzt bei Russland ist das halt ein bisschen anders, oder? Ja, in China hat logischerweise hat der Staat immer mitzureden bei Internet und zu Geschichten, also Gott gegeben, aber China hat jetzt schon von Anfang an können eigentlich Schrauben anziehen, und bei Russland ist das denke so auch noch in den Nachmauerfall Irrungen und Wirrungen und so Jelzin. Das muss ja dort irgendwo angefangen haben. Und Irrungen und Wirrungen im positiven Sinn jetzt in dem Fall, weil man sich wirklich hat am besten gegenüber öffnen. Ja, eben, der Jelzin ist echt noch gut, dass sie das. Ja, jedenfalls, das ist... Das ist RUNET. Ich habe noch zum Abschluss vielleicht wir haben viel über Russland geredet, weil Europa, das haben wir eigentlich... ich glaube, der Simon hat das ganz am Anfang erwähnt, weil Europa echt auch ein eigenes RUNET hat, wo halt dann irgendwie Euronet wäre oder whatever. Tatsächlich gibt es Aufrufe oder gibt es auch Aufforderungen oder Forderungen, sorry, dass man das in Europa auch möchte haben, weil aus den gleichen Gründen, wo Russland schon genannt hat, mehr Unabhängigkeit, mehr Sicherheit. Quasi so als doppelter Boden, falls irgendetwas wirklich ganz fest schief laufen würde. Wir sind jetzt schon, oder ich sag mal, die EU ist ja jetzt schon im Krieg mit Google, Amazon, Facebook und so weiter, wo das aktuelle Internetgeschehen ja ganz klar diktiert. Die werden am liebsten ja auch unabhängiger von innen. Offiziell gibt es da natürlich nichts. Aber es gibt auch in Europa durchaus Forderungen, dass man so etwas wie ein RUNET, ein europäisches RUNET auch noch brauchen könnte. Ich habe noch einen Vice-Artikel gelesen aus dem November 2019, der noch spannende Aussagen drin hatte. Ich zitiere sie jetzt einmal. Unabhängigkeit ist kein erstrebenswerter Zustand, sondern eine wechselseitige Abhängigkeit. Weil nur wenn Staaten miteinander eng verflochten sind, sind sie gezwungen, auch friedlich miteinander umzugehen. Also quasi, man will es eigentlich nicht unbedingt. Also Unabhängigkeit ist gar nicht unbedingt so erstrebenswert, weil ja, wenn man sich voneinander abgrenzt, dann ist es auch einfacher, konfliktlos zu treten, weil Frieden ja nicht gebraucht wird. Das ist eine gute Aussage, aber genau jetzt ist es natürlich so, dass so ist es noch gar nicht. Jetzt sind wir eben auch, jetzt ist es gar nicht ausgeglichen mit EU auch, oder? Wir sind, alle Server eben sind einfach von diesen irgendwie zwei grossen US-Firmen. Genau, also das ist genau die wechselseitige Abhängigkeit, oder? Wahrscheinlich könnte die USA sagen, wir sind unabhängig, aber eigentlich... Das ist im Fall eigentlich auch alles verdammter Bullshit, weil auch Abhängigkeit, auch wirtschaftliche Abhängigkeit, wie man jetzt sieht, ist nicht friedensstiftend. Europa ist abhängig von Russland, ja? Öllieferungen, Gaslieferungen etc. Und das ist ja der grosse Plan von dem grossen Konstrukt, dass wir das muss Frieden schaffen, weil man ist voneinander abhängig. Ja. Russland braucht auch unsere Kohle, wir brauchen ihre Öl. Ja. Offenbar ja in dem Fall nicht. Also weißt, auch das ist irgendwie, die Aussage ist irgendwie, ja, doch, sag mal, wie jetzt gerade aktuell bewiesen ist, halt nicht im Internet, aber mit der Abhängigkeit, mit der wirtschaftlichen. Ich glaube, man kann sagen, es ist keine Garantie für Frieden. Aber wenn jetzt, was jetzt passiert, ist ja noch mehr Abgrenzung, was zu noch mehr Konfliktpotenzial, also wenn es jetzt die letzten 20, 30 Jahre, sag mal, vielleicht keinen Krieg gegeben hat, dann sicher auch, weil man voneinander abhängig war. Und je weniger man voneinander abhängig ist, wenn man jetzt sagt, wir brauchen Russland gar nicht, wir sollten jetzt dafür sorgen, dass man nie mehr Öl und Erdgas aus Russland braucht, dann glaube ich, wird das im Frieden nicht helfen, sondern eben, dann braucht man sich wirklich noch weniger.
Aber es ist keine Garantie, das stimmt. Nein, also, ja, es ist keine Garantie. Also, weißt du, also, man hat immer so grosse oder du könntest auch idealistische sagen, Ideen. So, weißt? Und, ja, ja. Es ist natürlich jetzt sehr, funktioniert einfach nicht. Weißt du, genauso wenig wie fucking Marxismus und Kommunismus funktioniert halt leider auch. Und das müssen jetzt alle stark sein. Auch Kapitalismus und Globalisierung nicht, oder? Das ist ein Fakt. Man hat auch dort hat man die Patentlösung noch nicht gefunden. Ja, sicher nicht, sicher nicht. Aber auch da jetzt zum Beispiel also, gerade die territoriale Ansprüche von Russland in der Ukraine sind sicher auch ich will nicht politisch werden, ich versuche es wirklich sehr neutral auszudrücken. Du hast natürlich auch in der Ukraine wichtige Erdgas Vorkommen, sowohl in der Krim, sowohl in den östlichen Regionen, und an die haben natürlich alle Interessen, Osten und Westen. Ja, und warum? Zum unabhängiger sein, oder zum nicht zum können sagen, ja, ihr sind ja, wir brauchen die anderen nicht. Und naja, egal, ich glaube, wir lassen das Thema liegen. Dann kommt Arabien noch dazu und dann haben wir ein Fass aus. Dann haben wir ein Fass von der Nordsee-Sorte brennt auf da. Du. Also, wenn wir über zum nächsten Thema unsere Runde. Ja, ich würde das sagen. Also, das ist ja wohl. Das ist Runde. Das ist Finger. Das machen wir so immer. Das geht dazu. Das ist ein heißer Podcast. Nein, genau. Also. Wir haben das hoffentlich ein bisschen erleuchten. Ja, nein, komm, dann gehen wir noch mal weiter. Erleuchten würde heißen nicht erleuchten. Erleuchten. Ja, wir sind nicht so eine Leuchte. Ja, genau, komm, machen wir gerade die erste mit der Amazon-Übernahme von MGM. Für wie viel Kölle ist das? Für 8,45 Milliarden. Ja. Schnäppli. 8,45 Milliarden, hallo. Da haben wir schon größere Deals jetzt gesehen in der Game-Branche. Ich habe auch ein Mail vom Fabio bekommen, schneller als jede Push-Benachrichtigung, was das betrifft, dass jetzt die EU-Kommission dem zugestimmt hat, oder die EU-Wettbewerbskommission, dass Amazon MGM, also das legendäre Filmstudio hinter James Bond, kaufen will. Das ist eigentlich seit Mai 2021 schon relativ fix, oder beziehungsweise das haben sie dort schon offiziell angekündigt, natürlich unter der Voraussetzung, dass das von der Wettbewerbskommission Amerika und Europa noch genehmigt wird. Ein wichtiger Etappensieg ist jetzt errungen worden. Die EU hat nämlich dem zugestimmt, gestern oder vorgestern. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Okay von der Federal Trade Commission, das ist das amerikanische Pendant zu der EU-Wettbewerbskommission. Wenn die auch nur ein Okay geben, dann kann das so über die Bühne gehen. Das Problem ist nur, dass Amazon und die FTC recht Streit haben, beziehungsweise Amazon hat fett Streit mit der Lina Khan, das ist eben die Chefin von der FTC. Die haben erst noch gerade letzten Juli in einem 25-seitigen Antrag verlautbart, dass die Lina Khan fehl am Platz sei, weil sie vorgenommen sei. Und haben dabei auf öffentliche Bemerkungen von der Khan verwiesen, wo gesagt hat, der Onlinehändler Amazon würde gegen das Kartellrecht verstoßen und müsse darum zerschlagen werden. Also, das sind Voraussetzungen. Meinst du, dass jetzt an dem irgendwie ein Exempel statuiert, obwohl das ja eigentlich überhaupt nichts mit ihrem, mit dem faktisch dem Business, das sie kritisiert hat, zu tun hat, oder? Womöglich. Weißt du, letztendlich Amazon ist ein kleiner Player auf dem ganzen Streaming etc. Markt. Mhm. Aber meinst du, wenn dort so ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht. Das Bauernopfer. Die EU hat ja selber schon festgestellt, eben, dass sie nicht genug Einfluss haben, um da irgendwie wettbewerbsrechtliche Bedenken zu äußern. Also wenn das stattfindet, dann sind sie nachher nicht irgendwie too big to fail oder was weiß ich. Die FTC scheint sich da tatsächlich noch zu wehren, aber sie sind tatsächlich ein bisschen unter Zugzwang, weil sie müssen dem Deal, also wenn sie ihn verhindern wollen, müssen sie jetzt wirklich in den nächsten Tag, das ist jetzt irgendwie so eine Frist, die in Gang gesetzt worden ist, die in den nächsten Tag verfällt, dann muss die FTC also eigentlich relativ fix reagieren, und wenn sie das nicht macht, dann steht Amazon frei, den Kauf zu vollziehen. Die FTC können es auch immer noch im Nachhinein klagen, das würde dann aber eine kartellrechtliche Klage oder einen Rechtsstreit zur Folge haben. Und das wiederum könnte sich über Monate und Jahre hinziehen, und Amazon dürfte in dieser Zeit ganz normal weitermachen. Sie müssen dann nicht aufs Urteil von dem warten. Also, ja. Wir werden jetzt sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Ich habe das Gefühl, sie müssen fast zusagen. Also, sie können das nicht auch noch. Vor allem, wenn die EU-Wettbewerbskommission schon okay gesagt hat, sind sie da schon. Ja, werden sie schon machen. Also, eben, es hat mit dem anderen nichts zu tun. Also, da muss man, und das ist ja dann, ich bin kein Jurist, aber. Mhm.
Juristen nehmen es immer sehr, 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 sehr genau, aus irgendeinem Grund auch. Und darum kannst du da nicht einfach irgendwie, ja, du kannst nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen. Genau, genau. Ich glaube, es wird durchgewunken. Ah ja, ja. Mit über die Bühne. Okay, der nächste News geht wieder um Streaming, aber diesmal um Netflix. Und der finde ich, das ist schon auch noch witzig. Ja. Dort geht es eben darum, dass ein Account-Sharing wollen sie legal machen. Aber ich nehme an, es hat auch einen Haken, oder? Ja, sorry, hast du gerade sagen. Nein, eben. Es wird kosten. Ja, genau. Also sie sagen, Netflix testet in den Ländern Chile, Costa Rica und Peru ein neues Abo-Modell. Wo quasi ist, du zahlst etwas drauf. Es steht jetzt weiter in dieser News nicht, wie viel, ob man von 2, 3, 4 oder 10 Franken redet, aber du zahlst quasi etwas drauf. Oder sagen wir es so. Aha. Im Moment ist Account-Sharing ja nur im eigenen Haushalt erlaubt. Darum hast du ja verschiedene Profile. Das wollte ich sagen, das gibt es ja eigentlich schon. Genau. Aber nur in den eigenen quasi basically 4 Wänden und mit den eigenen Geräten, was schwierig nachzuvollziehen ist, in den eigenen 4 Wänden geht es noch über IP oder so, aber sobald du ein anderes Gerät hast, deine Tochter mit ihrem Handy Netflix schaut auf dem Zug. Genau. Wie willst du das? Wie willst du dann sagen, oh, das ist jetzt ein separater, das ist jetzt nicht, kann Netflix natürlich nicht, oder? Das ist eine riesige Herausforderung, das zu intervenieren. Aber gell? Aber das haben wir auch schon mal, über das haben wir auch schon mal geredet, dass sie das eben versuchen. Ja. Genau. Das zuerst haben wir darüber geredet, dass sie es blockieren oder stärker verfolgen. Mhm. Genau. Und jetzt kommen wir mit dem. Hey, wir wollen es im Fall einfach offiziell machen. Oder? Nein, aber ich meine, das ist ja die Voraussetzung fürs andere. Weil es hat ja niemand den Grund, mehr zu zahlen, zum Stylen, wenn es so geht. Ja, das ist eben das, was sie probieren wollen. Das andere, eben der Test, den sie gemacht haben, dass sie es versuchen nachzuverfolgen, wer da tatsächlich von außerhalb. Das war vor einem Jahr ist die News gewesen. Ist seitdem, wie ich damals schon prophezeit habe, nicht viel passiert. Das Mal ist quasi der Versuch. Man will schauen, wie viele Leute bereit sind, mehr zu zahlen, wenn man ihnen sagt, hey, zahl 2 Franken mehr, dafür ist es legal. Weil eigentlich weißt du ja schon, du dürftest das. Du weißt, wir können nichts dagegen machen, aber du weißt, es ist eigentlich. Das ist so ein Ablasshandel, so ein Persilschein für offiziell etwas, was ein Graubereich ist. Genau. Ja. Aber weißt du, ich meine, es wird sich natürlich, wenn du überlegst, nur irgendwie. Sie haben so viele Millionen Abonnenten, wenn sie 30 Millionen machen und die zahlen dir alle 2 Dollar mehr, oder? Dann hat es schon hure gelohnt und du hast nichts gemacht. Ja. Ja, du, eben, ob das dann umgesetzt. Ich habe das Gefühl, auch das wird in Sand verlaufen, weil Streaming-Konkurrenz. Also, erstens ist Netflix jetzt schon mit Abstand teuerste Anbieter auf dem Markt. Und zweitens, Konkurrenz wird immer grösser. Auch Netflix steht unter Druck und jetzt erst gerade den Preis erhöht, wieder vor kurzem. Jetzt nochmal die Preise zu erhöhen. Ich habe das Gefühl, Netflix. Sie kündigen immer wieder so Zeugs an. Ich habe das Gefühl, wie wirklich ein bisschen zu uns in Erinnerung gerufen, dass es eigentlich nicht erlaubt wäre, ein bisschen ein bisschen schlechtes Gewissen zu machen. Wohlwissend, dass sie nichts dagegen machen können. Und für mich auch nicht weder auf das reagieren. Jetzt benehmt euch mal, Gott, zahlt mal! Das Gleiche ist auch mit VPN und so. Wir haben jetzt geschaut, dass man VPN nicht mehr machen kann. Das ist alles Google aus dem Bullshit. Aber eine Zeit lang Aber am Anfang war es wirklich mühsam. Mhm. Die Zeit dort ein paar Monate lang. Es ist immer noch mühsam, aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Die VPN-Anbieter, das ist einer von ihren USPs, dass du kannst nach einem Streaming-Dienst nutzen und die tun sich immer so gegenseitig. Also, ich habe irgendwie NordVPN und das ist tatsächlich so, dass es dann manchmal auch wieder nicht mehr geht, aber je nachdem ist es einfach dann der Server, der irgendwie auf der Blacklist ist bei Netflix. Und die, genau. Aber, komm. Ich habe es doch noch gefunden, 3 US-Dollar wäre jetzt der Aufpreis. Also, Jetzt erwartet sich etwas in diesem Range. Zahlt niemand, gut. Nein. Bei der Schweiz sind es dann 5 Stutz drum. Nein. Ja, so wäre es. Also, komm. Dann habe ich einfach auch noch eine kurze und die letzte News. aber sicher interessant: Elden Ring, von das haben wir ja auch schon geredet. Das hat sich jetzt wirklich schon 12 Millionen Mal verkauft weltweit und das noch knapp 3 Wochen. Und das ist schon noch heftig. Also eben, es sei ja schon das meistverkaufte PS5-Game gewesen, das Jahr, bevor das rausgekommen ist, jetzt die Meldung. Und ich meine, das ist schon auch nicht nichts. Ich meine, das Horizon ist vorher rausgekommen. Klar, das Gran Turismo ist ein bisschen später rausgekommen, oder? Eine Woche später oder so. Aber das ist auch ein Rechtsbrett eigentlich. Und, Man und jetzt 12 Millionen... Verkauft. Das habe ich nicht gesehen. Aber
Ja, vielleicht haben sie noch gar keine Zahlen rausgegeben. Aber einfach mit 12 Millionen, das ist irgendwie, ich glaube auch in Großbritannien haben sie vermeldet, dass sage ich nur noch Call of Duty und FIFA lege ich vorne dran. Krass. So ist das bestverkaufte Game in letzter Zeit. Und das ist also schon extrem krass. So viel zu einem Nische-Game. Ja, nein, gut, das sind schon lange nicht mehr. Also Dark Souls 3, das hat ja 10 Millionen gehabt, in Sekiro so 5,5 Millionen. Das ist sicher beides schon viel. Eben, da bist du noch nicht beim Top AAA, aber da bist du schon, also da bist du bei den Grossen schon dabei. Mhm. Also Nischen sind schon länger nicht mehr. Aber jetzt 12 Millionen in so einer kurzen Zeit, das ist krass. Also das, und sie haben das selber gesagt, das wird jetzt ein Franchise und das wollen sie jetzt ausbauen. Und ich, ja, also hat er gesagt, das ist ein Franchise? Elden Ring? Sie haben das gesagt, das wird jetzt... Also, wie sie es gesagt haben, aber es wird jetzt einfach in dem Stil wird's ausgebaut. Ich weiß nicht ganz, ob es nicht mehr alles unter Elden Ring läuft. Aber sie haben es schon so beschrieben. Als ja, Teil von einer neuen From Franchise. From ist ja tatsächlich... Die haben die Formel, die sie immer darauf aufbauen und Sachen ausprobieren, aber meistens dann nicht mehr... Ja, also das wird schon, ich glaube, die Open-World-Formel wird jetzt einmal so stehen. Jetzt, welches Universum das ist, dann ist, ob man dann irgendwie nochmal Bloodborne, was ich sehe, begrüßen würde, anzapfen, oder ob man nochmal die ganze Sekiro-Geschichte, wo ich glaube, weniger will funktionieren, aber who knows, oder? Das finde ich geil. Ich habe es vor allem spannender gefunden. Ja, übrigens sind auch noch ein Patch, haben sie übrigens auch noch rausgegeben, was ich auch noch interessant gefunden habe, wo auch wieder noch neue Inhalte sogar noch liefern. Das ist eigentlich auch noch Straub. Aber als ob es nicht schon gross genug wäre. Nein, aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe am Anfang wirklich null Hoffnung gehabt, weißt, dass jetzt irgendwie andere Spiele sich bei dem bedienen, weil einfach schlussendlich ist es halt eine Nische, oder? Also eben wie gesagt, eine relative. Aber jetzt so muss ich wirklich sagen, jetzt ist ein richtiger Blockbuster. Mhm. Und das trotz diesen wirklich sehr vielen Hürden und so. Ja, also jetzt habe ich doch auch Hoffnung, dass sich irgendwie mit der Open World der ein oder andere findet, ja, okay, vielleicht muss ich nicht einfach die ganze Karte immer vollkotzen mit Icons und überall ein Pfeili hinmachen und so. Vielleicht kann man das auch. Vielleicht checkt auch ein Spieler, wenn irgendwo dort am Horizont etwas leuchtet, dass er vielleicht einfach hinlaufen kann, auch wenn nichts auf der Karte ist. Also, ja, ich meine, Rockstar hat es angefangen und es ist von dort einfach immer absurder geworden. Und die Frage ist, kann zum Beispiel, gerade jetzt, wenn wir darüber reden, das GTA 6 oder so, weil die müssen etwas auch machen, oder? GTA-Formeln ist wie so ein bisschen, ja, gut, es gibt GTA online, aber, und das ist ja eigentlich auch schon mal ein Buch mit 7 Siegeln, also da komme ich überhaupt nicht raus, aber dort ist schon einfach in der Natur von der Sache, dass es so weird ist. Aber, ob sie, wenn so ein grosser Player, anders gesagt, wenn so ein grosser Player wie Rockstar würde sich einen Kuchen von dem abschneiden und wirklich würde sagen, hey, wir machen, vielleicht wäre Red Dead Redemption das bessere Game für das, aber rein hypothetisch, GTA macht auch auf das und sagt wirklich, hey, schau da, eben am Horizont, und ich weiss nicht, wie sie das machen wollen, das ist ja eh sehr story-driven. Dann wäre es verdammt krass zum Beispiel. Das wäre so der Zenit. Oder Ubisoft, Ubisoft. Ja, wie willst du Assassin's Creed so machen? Aber weißt du, das ist ja der Witz, es ist eine Frage, welche Elemente nimmst du vor, oder? Aber ich meine, Assassin's Creed hast du schon auch können, vieles ausstellen in den alten Games, eben so der ganze Questmarker und so, dann ist es einfach ein Bereich gewesen und so. Aber ich habe das gar nicht interessant gefunden, weil ich finde, du merkst, das Spiel ist nicht für das ausgelegt. Also weißt, es ist dann so, du läufst nur einen Steinweg. Es ist nicht so, dass dann das Spiel... Also gut, die einen sagen jetzt natürlich, es macht mehr Spass. Ich habe dann gefunden, nein, das ist irgendwie... Es ist so ein Checklist-Game. Dann habe ich doch keinen Bock. Und jetzt sind wir aber wieder bei der Frage vom Schwierigkeitsgrad etc. Und so. Wenn man den Leuten Optionen gibt, dann nehmen sie sie und dann ist das nicht das, was die Entwickler wollen, dass man spielt. Ich habe bei Red Dead Redemption immer die Minimap ausgestellt, weil ich gefunden habe, es ist mehr Fun, wenn ich muss in dieser Welt mich zurechtfinden habe anhand von visuellen Cues. Weil Red Dead Redemption ist auch so eine Welt, wo du siehst, ah, dort muss ich hin. Und, ja, aber das ist ja nicht unbedingt... Und nein, ich glaube tatsächlich, wenn aber du hast vorhin ja auch gesagt, ja, dort habe ich sie nicht abgestellt, weil ich einfach ein bisschen zu faul war, um ins Menü zu gehen. Oder, und Red Dead Redemption hat so funktioniert. Also das ist gegangen ohne Minimap. Es war sogar sehr cool gewesen. So. Aber, nein, ich mache es einfach nicht, weil ich spiele es immer so meistens einfach, wie es mir das Game gibt, weil ich es Gefühl habe. Und darum, und Elden Ring gibt gar keine Option. Und das ist
about right. So muss es sein. Und das ist mir von Anfang an mit dem Gedanken entwickelt worden. Und dann ist es konsequent durchgeführt. Ich finde, man kann immer, ich finde es darum gut gemacht, gibt es die Optionen auch. Ich will, es soll schon immer jeder können, es kann jeder entscheiden, wenn er die Minimap abstellen und so. Aber ich glaube einfach, wenn das Game so, eben, wenn sie es so machen, und das haben sie im Red Dead vielleicht schon auch, also beziehungsweise das ist sehr ikonisch gewesen, dass auch dich gut hast, kann orientieren ohne Map. Aber dann baust du, ich glaube, du beim Quest-Design, bei allem überleistest du etwas ganz anderes, wenn du davon ausgehst, dass nicht einfach ein Schnürli noch. Ist ja logisch, oder? Wenn du weißt, unsere Quest funktioniert so, dass immer eine leuchtende Spur hinführt, dann überleistest du überhaupt nicht, dass der muss das natürlich so finden, oder? Ja, darum, wie gesagt, ich hoffe da, dass sie, eben, sie haben ja schon gesagt, sie haben sich extrem von Zelda Breath of the Wild inspirieren lassen. Jetzt hoffe ich, dass das so weitergeht, weil ja beide sind sehr erfolgreich gewesen. Und stell dir vor, dass eben, die verdammte Assassin's Creed wird wieder mal irgendwie ein bisschen nicht so verdammte Kommerzding oder wirklich einfach alles so vor die Nase gehabt wird. Das, ich fände das so viel spannender. Ja. Aber ja, mehr wird es. Es gibt gewisse Ansätze mit anderen Mechaniken, die geil sind, hat es bei Watch Dogs gegeben. Es war nicht gut umgesetzt gewesen, aber dort hat man eigentlich sich auch Spiele ein bisschen geil so können zurechtlegen, wenn man das hat wollen. Das heisst, Ubisoft ist nicht ganz blind und die werden müssen etwas machen. Sicher. Ja. Da muss man dann recht geben. Also komm, dann wechseln wir doch weiter und wir haben doch noch ein paar Filme gesehen. Luca, willst du dir mal über den Adam Project erzählen? Den habe ich nämlich auch mal überlegt zu schauen. Lohnt sich das? Ja, The Adam Project. Ich finde schon, er läuft auf Netflix seit dem 11. März, also seit letzter Woche, ganz ein neuer Film. The Adam Project, Regie geführt hat der Jean-Louis. Der ist auch bekannt für jüngst Free Guy, aber auch für 8 Episoden aus Stranger Things und die beiden Night at the Museum Film. Er hat noch ganz einen Haufen mehr gemacht, aber ich habe jetzt gerade die drei Beispiele auspicken, um ein bisschen so zeigen, eben, worauf man sich bei Adam Project am ehesten einlädt. Worum geht es? Es geht um den vom Ryan Reynolds gespielten Adam. Der reist 30 Jahre in die Zeit zurück, ins Jahr 2022. Wo er seinem 12-jährigen Ich begegnet. Das ist der wird gespielt vom Newcomer Walker Scobell. Notgedrungen muss er ihn rekrutieren, um seine eben in der Vergangenheit verschwundene Frau, gespielt von der Zoe Saldana, zu retten und um die bösen Machenschaften von der Maya Sorian zu verhindern, gespielt von der Catherine Keener. Und ja, ebenfalls mit dabei in Nebenrollen sind der Mark Ruffalo und Jennifer Garner, also ein rechts AAA-Star-Aufgebot da. Er geht zurück als Erwachsener zu seinem Kinder-Ich mit seiner Kinderfreundin. Die Frau von seinem 30-jährigen älteren Ich. Ja, aber die ist schon dort ein neues Kind. Nein, sie ist ja bei der Vergangenheit verschwunden. Ach so, und dann dort irgendwie verschwunden, irgendetwas geht da vor sich und er ist da zurückgereist und läuft dann seinen eigenen Ich über den Weg, wo halt dort noch erst 12 ist und notgedrungen muss er ihn quasi mitnehmen auf das Adventure. Aber viel mehr möchte ich gar nicht verraten, weil viel mehr verratet auch der Trailer nicht. Und der Trailer ist eigentlich genau der, wo meine Aufmerksamkeit gewonnen hat, weil es so ein bisschen so den 1980er-Jahren Family Mystery Science Fiction Vibe hatte, so ein bisschen à la E.T. oder Stranger Things. Ist zwar nicht aus den 1980er, aber ganz klar eine Idee. Und ja, und der Ryan Reynolds, ich finde den Typ einfach wirklich mega witzig. Obwohl er langsam zum nächsten Dwayne Johnson wird, also quasi so der, der langsam überall in jedem Film drin ist irgendwie und immer der gleich spielt. Aber noch habe ich mich noch nicht satt gesehen an dem, noch finde ich das geil. Und ich habe auch jetzt nach dem Schauen bestätigt, die Adam Project ist tatsächlich ein rechtes Flickwerk aus x verschiedenen Filmen. Also es ist praktisch nichts daran originell, es ist wirklich ein bisschen vielleicht fast ein bisschen gar fest zusammengesetzt, teils sogar 1:1 kopiert. Du hast da ein bisschen so die Balance aus lustig und tragisch wie in Guardians of the Galaxy. Du hast so Star Wars Technologien drin, du hast, ich sag mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, die in den späten 80er, frühen 90er auf die Welt gekommen sind, Field of Dreams Vater komplett komplex Dramen, inklusive Auflösung mit einem Baseball. Wir sagen aber auch da nicht. Aber wirklich, nichtsdestotrotz, also 1 Stunde und 46 Minuten dauert der Film, inklusive Abspann. Ich finde, das ist eine gute Länge. Langweilig kommt wirklich nie auf. Der Plot hat zwar absolut nichts Neues zu bieten, wird aber dafür dreht vom wirklich grossartigen Cast.
Chemie stimmt absolut unter den Schauspielern. Sie sind lustig, die Action stimmt, der Witz, der Humor, der Film hat auch viel Herz. Gute Special Effects. Einzig Catherine Keener, also die, die eben die Böse spielt, die hat absolut null Charisma und ist einfach wirklich eine absolut nicht überzeugende Bösewichtin. Aber es macht dem Film Spass eigentlich nicht viel ab. Also der Film ist wirklich cool. Also unterhaltsame Action-Abenteuerfilm, ja, genau. Unterhaltsame Action-Abenteuerfilm. Absolut nichts Innovatives, absolut zusammengesetzt aus x verschiedenen Beispielen, die man kennt aus dieser Zeit. Aber irgendwie genau das habe ich erwartet, wo ich den Trailer gesehen habe. Ich habe mich auf das eingeladen, habe mich auf das gefreut und genau das bekommen. Es ist lustig, vor allem, jetzt gerade in dem Moment, als du gesagt hast, ist im Trailer gekommen, dass der Spielberg, der wäre stolz. Ich habe gefunden, der ist für mich schon längst kein Garant mehr für Qualität, sondern einfach so ein bisschen für Mainstream. Und das passt für mich jetzt auf den Trailer gerade so drauf. Ja, so gute Unterhaltung und so, nicht Ostergrenzen, ja, aber solide, lustige Action, was sie genau, auch haben. Genau. Wobei Spielberg hat sich jetzt ja erst gerade jüngst mit West Side Story Scenes wieder rehabilitiert. Ich muss den Film immer noch schauen, aber der ist ja für beste Film, beste Regie und alles nominiert, auf Rotten Tomatoes und IMDb wird der Film. Aber das wird wieder ein Musical sein. Ich stehe noch auf Musicals. Es ist das erste Musical von Steven Spielberg in seiner ganzen Karriere. Der einzige von den nominierten Oscar-Filmen, den ich weder gesehen habe, noch Bock darauf, den jetzt gesehen. Den ganzen Rest habe ich entweder gesehen oder wir würden gerne schauen. Aber eben, gut annehmen, dann hat er einmal noch einen Musical-Film gemacht. Ja. Einfach geil. Der Vollständigkeit halber. Also komm, dann habe ich auch noch einen Tipp. Und das ist auch so einer, wo man eigentlich möglichst, man muss gar nicht viel darüber sagen. Ist ein japanischer, ich würde sagen, es ist schon ein Indie-Film. Und er ist offenbar doch schon 2 Jahre alt, obwohl es mir irgendwie, wo ich ihn gemietet habe, 2022 angezeigt hat. Aber das ist vielleicht einfach der internationale Release oder so. Beyond the Infinite 2 Minutes. Mhm. Und das ist so ein Zeitschlaufenfilm, das sieht man schon auch im Trailer, aber man müsste nicht einmal den ehrlich gesagt schauen. Er geht von nur 70 Minuten, sehr kurz, aber er ist mega unterhaltsam, mega witzig und es geht einfach darum, das ist ein Kaffeebesitzer, oben dreht er seine Wohnung und dann, wenn er Ruhe geht, sieht er auf seinem Computer sich selber vom Kaffee dunden und der ist 2 Minuten in der Zukunft. Nur 2 Minuten. Und das Ganze ist übrigens gemacht, glaube ich, ohne Schnitt. Oder zumindest so gemacht, als gäbe es keinen. Ja. Und jetzt ist einfach lustig, es wird immer verzwickter, oder? Da werden immer mehr Leute involviert und so. Und sie geht an interessante Orte hin. Und es ist wirklich einfach sehr lustig, was sie nachher aus diesen 2 Minuten, das ist ja nichts in der Zukunft, aber eine sehr unterhaltsame Geschichte machen, wo am Anfang findest du so, ja, du siehst ja dann immer alles doppelt, oder? Du siehst ihn von der einen Seite und dann passiert nicht, dann siehst du von der anderen Seite und dann findest du, irgendwie ist das langweilig, ich hatte nicht immer alles doppelt gesehen. Aber es wird immer witziger und immer schräger und ich habe es mega gut gefunden, wirklich sehr erfrischend gewesen und mega lustig. Beyond the Infinite 2 Minutes, den kann ich absolut empfehlen, sehr geil gewesen. So geil. Gut. Gern, wo hast du ihn gemietet? Ich bin Google Play. Google. Also, apropos Googles, ja, stimmt, doch, das ist eine gute Überleitung. Verdammte Gugus ist nämlich das eine Spiel, das ich gespielt habe. Leck du mir, hey. Elden Ring. Da kann ich es noch schon sagen. Chocobo GP heisst. Ja, Chocobo GP. Chocobo sind ja die Urviecher aus Final Fantasy, oder? Wenn es mir richtig ist. Und das ist auch so ein Mario Kart Racer. Und das ist noch lustig, ich kann vorher, bevor ich das gespielt habe, mit der Tochter das Mario Kart gespielt und gefunden, das ist schon geil. Und dann haben wir aber das gespielt, oder? Sie hat das Bild auch lustig gefunden vorher drauf. Jetzt ist echt im Fall eine halbe Stunde gespielt. So ein Güssel, hey. Es ist so eins, wo es ist gratis, die Light-Version und die Vollversion kostet 65 Stutz. Ich habe den Code bekommen dann auch für die und im Fall auch mit der starte ich es auf und es gibt schon mal irgendwie 5 Bonus fürs Einloggen und so. Und das Spielprinzip wäre eigentlich völlig Mario Kart, aber einfach optisch okay, aber es ist einfach, wie es Mario Kart in allem schlechter. Also einfach irgendwie, es steuert sich weniger geil, das Zeug zum Schiessen ist weniger lustig, die Strecken sind nur langweilig und das ganze Menü und so, wirklich einfach wie so ein Gacha-Game irgendwie. Ey, also ich weiß auch nicht, das hat für mich keine Existenzberechtigung. Klar, man kann die Gratis-Version kann man ja spielen, oder? Dann ist ja, kann man es ja auch ausprobieren. Aber sonst ist es so, und dann bleibst du lieber bei Mario Kart und spielst die 50 Strecken, die du da ja jetzt noch anrühren. Wie kommen die eigentlich? Ja. Die ersten sind draussen. Ah, schon? Ich habe nicht gemerkt.
Oder ich heute. Glaube, jetzt alle drei Monate oder irgendwie so. Heute sollte es nein, stimmt nicht. Morgen kommt es. Morgen kommt okay. Ja. Okay. Muss mal schauen. Ich warte mal die ersten Reviews ab, ob sich das wirklich lohnt. Oder ob das wirklich einfach ein ja, was der Preis ist und so. Das ist, glaube ich, nicht 30 Stutz. Ich kaufe mir es fix. Mhm. Ah, für alle dann? Ja, ja, das ist das Trackpack, das ist irgendwie so. Das ist okay. Das ist okay Karte, Ding, ja. Ja, ich finde, ich warte mal die Reviews ab. Wenn es eben wirklich einfach so, wie sie in den Trailer ausgesehen haben, 1:1 Strecken aus dem Mario Kart Championship, heisst das, glaube ich, also dann, die Mobile-Version, einfach nehmen und nichts daran ändern. Nein, das wäre nicht. Das wird im Fall, ich meine, natürlich wird es irgendeinen Backlash geben, weil ja. Nicht die Hälfte von der Strecken alte Assets sind und so, aber ich, ganz ehrlich, 30 Stutz schon nur für irgendwie... Ich sage jetzt 8 geile Strecken. Wenn 8 davon geil sind, dann finde ich... Ich spiele es zu wenig, halt, um das... Ja, ich spiele es im Moment zu wenig. Neues Mario Kart machen Jahr. Als so einen Gugus. Ja, nein, aber wie du gesagt hast, Phil, denkst du, das Neue kommt einfach, wenn die Trackbacks durch sind. Aber ja. Nein, weißt du, 30 Stutz für etwas, was sie schon mal gemacht haben. Weißt, absolut nichts Neues. Also, aber eben, ich warte mal ab, was morgen... Chill jetzt mal, Ich chill mal. Wir dürfen Nintendo schon kritisieren, dass sie manchmal schon sehr, sehr einfach wirklich dich auspressen und dann einfach die alten Sachen dir wegnehmen, dass man die nicht mehr kaufen kann. Das machen sie ja schon sehr gerne. Ja. Alles klar, ich habe letztens auch über Nintendo mal diskutiert. Das ist ja ein schwieriger E-Sport, dann willst du es nie machen. Ein Mario Kart offiziell sanktionieren ist unmöglich. Das kannst du nicht. Ja. Das müssen sie irgendwie zu Japan noch abwinken. Ja, das müssen sie zu Japan abwinken und die winken es immer ab. Also, die tun es immer verbieten. Ja, genau. Aber wegen Elden Ring, da habe ich eigentlich wirklich noch nicht also wirklich fertig gezockt mit etwa nach 70, 75 Stunden. Sehr geil gefunden. Und ich habe übrigens noch witzig, ich habe noch einmal mit den Kollegen endlich mal gespielt, nachdem ich es fertig hatte. Es ist umständlich natürlich, so ist halt das Game, aber ich habe es gar nie so gespielt. Du gibst dein Multiplayer-Passwort ein, alles Gleiche, und dann tust du aber den anderen, einer muss dann sagen, er braucht Hilfe, oder? Dann tut er sein Zeichen am Boden kribbeln, und du musst dann auch am gleichen Ort in der Welt, in deiner Welt, oder? Also am einfachsten machst du das irgendwo so eine Teleportation. Genau, machst ab, und dann zeichnest du dein Zeichen, und dann kann er dich bestellen. Ja. Und dann ist es aber so, dass du, wenn du sie in der offenen Welt machst, dann ist die beschränkt. Also hast du wirklich so einen Kreis drumherum, du kannst nur so und so weit laufen und dann ist es einfach eine Wand. Dass du halt nicht einfach kannst zusammen das komplette Game machen. Wenn es dort aber Boss hat, wo nicht musst irgendwo rein durch das Portal, dann kannst du die machen. Und das ist recht lustig, wir haben einfach noch so ein paar runtergemöbelt. Und es ist wieder krass, es ist wie beim WoW früher, wo doch immer so die Level 60 Leute zu den Noobs kommen, die aufmisten. Nonstop im Fall sind wir invaded worden. Im Fall wirklich so im Minutentakt, zeitlang, oder im 5-Minuten-Takt. Und ich habe natürlich alle vermöbelt, weil ich das Spiel schon fertig, dann ist meine Figur so weit oben und die gehen ja natürlich nicht ein, weil sie das Gefühl haben, da sind jetzt so ein paar Kack-Noobs. Und Kollegen sind ja nur irgendwie mit, was hat der eine, 6 Stunden, der andere 15 Stunden gespielt. Aber es ist dann einfach schon lustig, dann kommt irgendein, dann hat 3 Schläge, haust ihn einfach runter. Und ist recht lustig gewesen. Der eine ist auch mehrmals gekommen, wir haben sie einfach immer vermöbelt. Das ist schon lustig gewesen. Hey, das ist halt aber schon ein bisschen bei denen. Es ist ja viel einfacher geworden als bei den anderen Games, aber es ist schon auch immer lästig. Manchmal kannst du invaded werden in deiner normalen Welt. Gar nicht, du müsstest Multiplayer-Feature einfach abstellen. Du kannst sie ja zurückschicken, glaube ich, einfach. Ich glaube, das kannst du sofort machen. Aber weißt du, Singleplayer, also wenn du Multiplayer anhast, dann kannst du schon invaded werden, oder? Ja, ich glaube, sonst nicht. Nein, sonst nicht. Ich glaube, du kannst einfach Multiplayer einfach alles abstellen. Aber wir haben jetzt nicht können, trotz Passwort, das ist nicht, das kannst du nicht unterbinden. Das ist nein, gestanden. Nein, das geht nicht. Nein, aber, aber weißt du, ich meine... Ist wirklich, also in einer Stunde sind wir 7-mal oder so. Ja, das ist, weil es auch jetzt sehr viele Spieler hat und wahrscheinlich alle an dem Punkt sind, wo das kannst du machen, das ist dann später. Aber es ist lustig gewesen, wenn der kommt und dann sind da die zwei Kollegen und dann kann ich ihn einfach dort runtermüben. Das ist schon witzig gewesen. Ah, vor allem noch interessant, mir hat es dann das Leben um ein Drittel gehabt. Vermutlich, weil ich so ein höheres Level hatte. Und da ist auch weniger Tränke kannst du nicht auffüllen und so. Aber es ist noch, das ist noch recht lustig gewesen. Ich konnte sogar die Ausrüstung geben. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich habe so ja viel Level. Ausrüstung. Aha. Aber ich habe so viel gehabt, wo ich gedacht habe, das brauche ich vielleicht noch. Weil du musst in die Kiste tun, oder? Was sagt ihr? Carry to carry ist nur das, was du equipped hast. Genau, und dann so ein paar Sachen habe ich dann einfach gegeben und dann ist es noch lustig gewesen. Nein, aber genau, fertig gespielt. Wirklich, es war grossartig. Ich könnte es auch noch weiter zocken, theoretisch. Aber ich hätte, es ist jetzt okay, einmal etwas Neues spielen und so.
Nein, ich freue mich hören. Ich habe eine Woche, weil ich ja noch Gran Turismo gespielt habe und auch wieder spielen bis zur Session. Ich bin so pumped, wieder dort reinzukommen. Ich finde, ich muss auch sagen, eines der besten Games, der letzten, wo ich jemals gespielt habe, vermutlich. Ich finde ja, Spiele werden immer besser. Das ist einfach so. Also, der meine ich. Ich finde, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen von wirklich alten Games, die ich über alles sehe. Immer noch, weißt du, wo man mithalten. Sonst finde ich, wird einfach Gamequalität steigt jedes Jahr. Ja. Und das ist jetzt, finde ich, schon so Open-World-mäßig ziemlich der Peak momentan. Und aber das andere, auch ein sehr witziges, ich habe es noch nicht sehr lang gespielt, aber Shredders, ey, wenn er ein Snowboard-Game sucht, also habe ich es vielleicht 2 Stunden gespielt, aber das ist nicht ein riesen Ding, es kostet 30 Stutz, kommt auch im Game Pass, ist heute das, wir auch wieder erwähnt haben. 17. Ja. Ich installiere es nachher, Es ist so, einfach so schön. Es ist so, wirklich, die ganze Landschaft und so ist mega schön und es gemacht. Und es ist nicht so mega auf Freestyle und Combo und SSX tricky, nein, sondern es ist sehr chill. So. Ja, genau. Eigentlich wollte ich es nur kurz nachher nochmal spielen, weil ich nicht ganz sicher war, wie die Steuerung wirklich funktioniert. Und dann bin ich einfach eine Stunde lang dran gewesen. Es war einfach so ein geiler Vibe. Es war einfach so chillig gewesen. Und es hat eigentlich auch eine Story, weißt, mit so coolen YouTubers. Und dann, die fährt so lustig an, die kommt und hey, sind ihr nicht die 2 YouTubers und so? Ich kenne euch. Und sie haben einen Helm und Sonnenbrille an. Du würdest nichts erkennen. Weißt, es ist so ein günstiges Game, darum da haben sie irgendwie eine Motion Cap. Und sie heissen, glaube ich, Shreddageddon oder so, ihren YouTube-Kanal mit 160 Followers. Aber die ist eigentlich noch lustig gemacht. Und ich habe das Gefühl, also das sind jetzt auch nicht die professionellsten Voice Actors, aber die haben mega Spass dabei, habe ich das Gefühl, es ist auch so genug unterhaltend. Mhm. Aber eben, das Boarden ist so ziemlich analog. Also du tust mit rechts steuerst du das Brett und links den Körper. Ja, also mit dem linken Analogstick. Beides auch. Ja, also am Anfang ist es wirklich schräg. Du tust dann eigentlich wie. Also wenn du fährst und auf den rechten Analogstick hin und her bewegst, dann dreht sich Person auf dem Brett hin und her. Oder also wie Körperdrehung macht sie dann. Aber mit dem linken Analogstick tust du einfach das Board steuern. Wenn du aber dann willst gumpen, dann musst du den einen Button hinten haben. Also ich glaube LT oder LB. Bumper, Trigger. Auf der untere, der linke untere, glaube ich. Musst du haben, damit er so ein Knie geht, wie man es halt oft, das kennst du oft aus diesen Games, damit er noch einen kickt. Und dann musst du aber wirklich eigentlich beide Sticks, du musst mit dem einen drehst von links nach rechts, oder, damit er so ein Schwung gibt, weil sonst drehst du langsam, oder? Und, aber man kommt relativ schnell rein und dann graben und Zeugs und Sachen und so. Und es ist, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen manuell, aber es ist so ein schöner, flaufiger Powder, hey, wirklich. Und coole Strecken. Und dann meint, da kannst du auch mit dem Schneetöff anfetzen und dann wirklich den Fetz vom Gipfel ab und so. Und das wirkt halt im Vergleich zum Cool Borders, Riders Republic. SSX Tricky. Nein, ich meine wirklich Riders Republic, weißt du, das von Ubisoft, wo all die Sportarten gehabt haben. Stoke, das hast du gar nicht gehört, wie hat es geheißen? Das kann sein, ja. Aber Sepp hat, ich habe das nicht so lange gespielt, Riders Republic, aber dort hat es ein bisschen generischer gewirkt. Da wirkt es schon so ein bisschen authentischer irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass weil es halt einfach auch nur ein Snowboard-Game ist und nicht irgendwie 4 Games in einem. Aber Shredders, PC und Xbox gibt es, glaube ich, nur 30 Stutz. Ab wenn ihr den Podcast hört, ist es los. Ich finde, lohnt sich drin zu schauen. Wirklich sehr, sehr unterhaltend. Und dann habe ich noch einen ganz kleinen, ich sage es einfach mehr, weil also, als Tipp, um es auszuchecken. Also haben wir leider auch noch nicht sehr viel gespielt, aber es ist irgendwie der weltweit ist der Nummer 2 das Bestselling Game auf Steam hinter Elden Ring. Und Core Keeper heisst, also Kern Keeper. Und es ist wirklich eine Mischung so aus Valheim, Terraria und irgendwie Stardew Valley. Also du bist wirklich so top-down, so eine pixelige Grafik, du bist irgendwo in so einer Höhle und pickelst dich halt so durch die Wand durch. Und dann kannst du halt schlussendlich deine Basis aufbauen, weißt, mit Hütten und Schmelzöfen und Werkbank. Und dann baust du neue Werkzeuge, damit du neue Steine abbauen und dann hat es ein Monster drin. Du kannst es zu 8 gamen. Also so Koop-mässig und dann hast du wirklich mit deiner Basis, hey, es klingt super geil, also es ist irgendwie, Grafik muss einem passen, das ist halt eben das, so ein bisschen Top wie... Top-Down, Stardew Valley-mässig, oder wie das, Stardew Valley oder das andere, wo der wo jetzt gerade 2 rausgekommen ist vor ein paar Monaten, wo man die ganze Zeit stirbt. Spelunky. Spelunky, so ein bisschen in dem Stil.
Aber ich habe offenbar auch mega viel zu entdecken und so. Und ich bin überhaupt noch nicht weit. Ich habe einfach ein paar Sachen gebastelt und meine Basis aufgebaut. Aber ja, das sieht sehr heiter aus. Ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum es so viele Leute spielen. Ja. Da kannst du die riesen hohe Basis bauen nachher und eben Monster vermöbeln. Und, ja. Das finde ich super, wenn man selbst zusammengeben kann. Core ja. Keeper auf 13 Stutz Early Access auf PC. Ja, voll easy. Ja. Ich habe noch was gespielt neben Gran Turismo, weil ich eben Elden Ring will mich voll reingehen in das. Darum, ich frage euch vielleicht, wieso spielst du noch etwas anderes neben Gran Turismo, wenn es Elden Ring ist? Das ist mir durch den Kopf. Aber ja, und weil das halt einfach gerade rausgekommen ist, Distant Worlds 2. Ich habe richtig so Bock gehabt, nach dem pumpte Gran Turismo auf so ein Space 4X. Wie sagst du dem? Explore, Expand. Exterminate und. Noch irgendetwas. Excalibur, ne? Ich weiß nicht. und es ist hyper komplex. Also ich bin reingekommen und weil es halt noch keine YouTube-Tutorials gibt, weil ich es Day One gekauft habe, habe ich es einfach mal einen Tag liegen lassen, bis die ersten YouTube-Tutorials kommen. Weil du hast einfach so viele Menüs und so. Du startest halt irgendwo auf einem Mond oder Planet mit deinem Volk und die Idee ist, du musst nachher alles erforschen. Aber du musst zuerst überhaupt einen Hyperdrive erfinden und so und dann kannst du Forschungsschiffe überall anschicken und dann nachher lernst du irgendwie neue Zivilisationen kennen. Es gibt Space Pirates, du kannst Sklaven machen, du kannst, es ist wirklich völlig, also es ist riesig und komplex. Und was aber hure verreckt ist, du kannst alles automatisieren, was du willst. Bis zum Grad, dass eigentlich das Game im Automodus läuft und du schaust einfach zu. Weil das wird irgendwann so verrückt und komplex. Und die Leute haben sich dann angefangen, das ist jetzt aber im ersten Teil, Distant Worlds, haben dann angefangen, sich nur um ein Raumschiff zu kümmern. So, weißt? Und einfach das, was das Raumschiff macht und dann so quasi die Adventure von dem Raumschiff. Und der ganze Rest rundum hat eigentlich das Game geregelt. Und das finde ich recht geil, weil du kannst dann auch so Berater einstellen. Du sagst, okay, ja, ich habe überhaupt keine Lust auf Micromanaging irgendwie. Jeder Planet nochmal schnell go irgendwie sagen, wie viel jetzt die Steuern sind und bla 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 und noch einzelne Gebäude. Aber ich will Entscheidungskraft darüber. Dann nachher kommt einfach dann dein Berater und fragt dich, hey, willst du das machen oder nicht? Und dann sagst du ja oder nein. Und das auf jedem Level, also wirklich bis ins kleinste absolute Detail oder auf der grössten Ebene, weil schlussendlich hast du ja dann nachher irgendwie managest 100 Planeten, oder? Weil einfach dein Volk irgendwie dort rauswandert und so und musst Trade Routes und es ist mind-blowing, aber ich liebe so Games. Vor allem das Geile ist eben, weil der Einstieg ist einfach und dann kannst du deine Komplexität irgendwie selber dann dir zuschalten. Sieht schon geil aus. 50 Stutz PC. 50 Stutz PC. Ist nicht early. Nicht mehr early access, aber es ist okay. So ein typisches Game, weil eigentlich, ich würde sagen, Beta eigentlich ist. Sie haben schon, es ist schon länger irgendwie in so einem, haben es gewissen Leute schon gegeben. Also jetzt zu kaufen ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, ich habe verschiedene von Crash to Desktop gelesen, mir läuft es jetzt gut, aber ich glaube, man kann es auch in einem halben Jahr sich gut noch gönnen und dann sollte es ein bisschen besser laufen. Aber ja, Distant Worlds 2, sehr, sehr geil, wer Bock auf so eine Riesenstrategie hat, wo deine Geschichte eigentlich wie selber schreibst. Es ist auch krass, was alles am Anfang kannst einstellen. Du weißt, normalerweise hast du ja so, jetzt wird das Spiel starten, Weltgrösse, irgendwie so und so viele Gegner und that's about it. Dort musst du durch, glaube ich, 5 Bildschirme mit... Alle sind scrollbar mit Einstellungen. So, ja, ich will, dass es nur 40% Piraten hat, die Permadeath dann sind, aber dafür sollen sie ein bisschen aggressiver sein. Du kannst ja so ins nischige Detail das einstellen. Ich mache einfach alles mittel und mal schauen. Aber es ist wirklich sehr ein nischiges, aber sehr ein cooles Game. Distant Worlds 2. Ich habe immer geschaut, jetzt, was so gerade noch kommt. Jetzt kommt ein... Das Ghostwire Tokyo, wo zwar in den Previews sehr verhalten. Ich kann schon alleine. Bin ich froh, weil dann muss ich es nicht zocken, aber es sieht echt geil aus. Tunic habe ich gerade heute gelesen, das wollte ich auch noch mal testen, das sieht auch sehr geil aus. So ein bisschen Zelda mit mehr Rätsel, ein bisschen Souls-Touch.
Und Tiny Tina kommt, glaube ich, auch nächste Woche oder übernächst. Und dann das Kirby. Oh, ja. Kirby, oh, für das bin ich super pumped. In diesem Fall auch, ey. Wieder mal so etwas anderes. Kirby ist ja, ich meine, Kirby ist ja irgendwie eins von den. Haben wir euch mal in die Kirby-Lore eingelesen? Nein. Das ist ja, nein. doch, das müssen wir im Fall machen. Das ist im Fall, das ist hure dark. Das ist wirklich sehr deprimierend so. Das ist weird, aber es ist so. Leset euch mal, das ist ein guter Tipp für alle, die. Okay. Tun mal ein bisschen Kirby-Lore also, googeln. Wir tun das vorbereiten, für das, wenn das Game ich kommt. Ja, nächste Woche gibt es eine Abhandlung. Gerade wollte ich sagen, Schwerpunktthema nächste Woche. Kirby-Lore. Kirby, the dark side. Also gut. Also komm, mit dem können wir doch aufhören. Wie gesagt, ihr findet uns weiterhin auf digitec.ch, auf unserem Discord-Kanal. Ihr findet alles verlinkt in den Shownotes oder eben auf unserer Webseite. Mhm. Wir sind auch auf Twitter und so und wirklich könnt ihr das gerne schreiben. Und eben nochmal die Umfrage, ich hau sie in die Shownotes und so. Sind wir froh, wenn das möglichst viel beantworten, damit wir ja, den Podcast noch besser können machen können. Nein, ich weiss, wir sind natürlich perfekt, können überall das Zähne reinmachen und dann ist es gut. Also, darum in dem Sinn, danke und einen guten und wie auch immer. Tschüss. Tschüssi.